Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und heute lädt uns Ralf in seinen Movie Zoo ein. Der Name ist Programm und wir werden in diesem Zoo auf das ein oder andere Filmset treffen, was ich persönlich total interessant und spannend finde und mich deswegen mega auf diesen Zoo freue. Dazu muss noch gesagt sein, dass einige Bauteile aus dem Workshop sind, wie zum Beispiel das Schiff oder das Flugzeug, welche Ralf dann für seine Zwecke passend umgebaut hat. Aber jetzt würde ich schon sagen, ohne weitere Umschweife geht's jetzt in den Movie Zoo. Und los geht's. Ich habe das Ganze grob überflogen. Ich habe ein Filmset sogar schon erkannt und das war richtig cool auf den ersten Blick. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen, was uns hier noch so erwartet. Das ist schon mal cool. Ein bisschen was von Griechenland, oder? Dieser Baustil. Movie Zoo. Die Schrift ist auch ziemlich nice gemacht. Ist mit so einem Schatteneffekt hier hinten. Das finde ich cool. Dass das so rote Buchstaben sind und dahinter noch so ein bisschen schwarz. Cool gemacht. Hier ist dann noch ein schöner Springbrunnen. Oh. Na, hier flackert es leider ein bisschen, aber das ist halb so wild. Das Wasser sieht cool aus. Sehr interessant. Ich finde das cool, dass hier unten das so hellblau aussieht. Sehr erfrischend aus. Auch wenn es ein bisschen hoch ist. Also ich glaube, die Gäste könnten hier nicht vernünftig sich die Hände waschen oder so. Müsste man sich schon sehr rüberbeugen oder hochklettern. Vielleicht ein bisschen niedriger das Ganze machen. Ah, schöne Musik ist auch hier. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ist auf jeden Fall ein WC. Das ist auch in dem gleichen Stil gebaut. Echt so ein bisschen griechisch, ne? Diese weißen Säulen. Ah, und dann kann man sich hier sein Ticket kaufen. Einmal bitte. Hier geht's dann erst in den Zoo hinein. Ah, Only VIP, da gehen wir natürlich gleich rein. Hier sind die normalen Eingänge. Welcome. Willkommen. Bienvenue. Okay, auf allen Sprachen hast du es einmal. Dann gibt es viele, viele Torbögen, wo man reingehen kann. Und nochmal Tickets. Nochmal WCs. Auch schön bepflanzt hier außenrum. Aber ansonsten haben wir hier nichts übersehen und würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal durch den VIP-Eingang hinein. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Welche Körbe, die da hängen. Sind das Lampen drin, oder? Coole Idee. So, VIP-Eingang. Only VIP. Hier gibt es direkt Bananen, Orangen und ein Erfrischungsgetränk. Eine geheime Tür, wo wir nicht rein dürfen. Der Boden ist auch nice. Ist auch selbst gebaut. Hier sind immer Essen, Trinken, glaube ich, ne? Auch sehr schön gemacht mit dem Springbrunnen hier in der Mitte. Da kann man sich dann hinsetzen. Hier ist dann ein kleines Gewässer und da geht schon in den ersten Eingang hinein. Toller Baum hier, sehr cool gestaltet mit den ganzen Ranken und so. Interessant aus. Ein riesiger Dschungelbaum. Und das Flackern ist natürlich immer ein bisschen störend. Das kann man natürlich relativ simpel beheben. Aber ansonsten finde ich das nice, dass hier mal ein anderer Boden verwendet wurde. Der ist halt auch von dem House America DLC. Hier sind noch mehr Läden. Das Ganze alles, ja, copy-pasted sozusagen auf die andere Seite nochmal, synchron, parallel. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Hier ist auf jeden Fall so ein schöner Eingangsplatz, da kann man sich dann nochmal ausruhen. Ein bisschen hier die Atmosphäre genießen. Und dann geht's hinein. Ah, ein Rundgang ist ausgeschildert zu den Filmsets. Okay. Das klingt ja super interessant. Hier sind nochmal so ein paar Werbesachen. Haben wir hier. Donuts und Wasser. Rundgang zu den Filmsets. The Great Wall. Oh, der Film sagt mir jetzt leider nichts. Klingt aber nach China, nach der chinesischen Mauer. Das ist auch cool gemacht hier. Richtig cool. Das sind wahrscheinlich auch Workshop-Sachen, gehe ich von aus. War coole Idee. Hier oben ist das Mikrofon, hier die Kamera. Hier der das Wort kann ich nicht aussprechen. Regisseur-Sitz. War das richtig? Director, okay. Adventures
of Mini Halsey, Szene 1, It Begins. Halsey, ach, das ist ein YouTuber, oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein Planet Zoo-YouTuber. Da gehen wir mal hinein. Und gerne Infos über den Film reinschreiben. Hat mir nämlich so nichts. Aber ich lag richtig mit chinesischer Mauer. Und das sieht verdammt cool aus hier. Wie die Äste so rüberragen, im Hintergrund diese riesigen asiatischen Gebäude. Wir Japan mal kacken. Ein wunderschönes Gehege untergebracht. Schön mit dem Nebel, schöne Höhenunterschiede. Bisschen Schnee mit drin. Die Hintergrundgestaltung ist natürlich 1A. In den ganzen Gebäuden. Mega toll. Und hier wurde dann der erste Film gedreht. Schade, dass ich den Film nicht kenne. Ich glaube, ich google das gleich mal. Schau mal, ob das wirklich überhaupt ein Film ist. Ich gehe aber davon aus. Letten. Geht's hier hinein? Ein Glockenturm. Ah, hier sind Pandas sogar noch. Wie cool. Okay, da können wir auch nochmal rüberschauen. Schöner Wasserfall. Wunderschön bepflanzt. Und da unten sind dann die Pandas am Rumturnen. Hier ist nochmal ein Restaurant, so wie es aussieht. Auch wunderschöner Baustil von dem Gebäude. Und das hier efeu wächst an der Säule. Noch ein kleiner Garten vorne. Das ist echt mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Mega cool. Denke, ansonsten haben wir ja fast alles gesehen beim ersten Filmset. Hier gibt es wahrscheinlich noch die ein oder anderen Details, die ich jetzt übersehen habe. Aber vielleicht können wir gleich noch hier in die Mauer rein. Die sieht auch super interessant aus. Beziehungsweise der Mauerabschnitt. Ich würde aber sagen, ich google jetzt mal ganz kurz den Film. Okay, Leute, das ist tatsächlich ein Film von 2016. Ich habe den leider nicht gesehen. Den kann ich hier nicht beurteilen, wie gut dieses Filmset geworden ist. Aber ich glaube, das ist super nice geworden. Ich finde es zumindest optisch sehr ansprechend. Ich könnte mir ja vorstellen, dass hier ein Film gedreht wird in diesem Filmset. Oh, hier ist noch ein Souvenirladen drin in der Mauer. Das ist ja cool. Sogar solche chinesischen Fächer. T-Shirts. Nice. Wahrscheinlich auch alles Workshop-Objekte, gehe ich von aus. Aber das macht ja auch nichts. Interessant hier drin irgendwie aus. Oh, da oben, das ist auch cool. Coole Idee für eine Deckenlampe. Da hätte man das ja sogar so drehend machen können. Diese Dinger drehen sich doch, oder nicht? Wahrscheinlich auch interessant. Ah, viel mehr kann man dabei leider nicht entdecken. Also weiter rein kann man nicht. Die Mauer sieht auch cool aus. Mit diesen hervorstehenden, ja, Steinstücken. Super interessant aus. Und das sind sogar Kanonen. Wie cool. Aber wir schauen nachher natürlich auch nochmal von oben das Filmset. Beziehungsweise ich würde sagen, wir gucken jetzt direkt von oben. Also ich denke mal, das ist besser, wenn wir einfach Filmset für Filmset hintereinander durchgehen und dann immer von oben schauen. Dann vergessen wir auch nicht immer wieder alles. Sieht auch sehr cool aus. Einfach nur so ein Dekohaus. Man hätte das sogar so machen können, dass hier die Tiere rein könnten. Hier ist schon viel Liebe zum Detail drin, ne? Wäre natürlich noch cooler gewesen, hätte man hier noch irgendwie hochgekonnt. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden. Sieht aber auch nicht so aus, als wenn man da hoch kann. Von der anderen Seite können wir auch nochmal gucken. Mit diesem schönen Fluss. Das sieht schon toll aus. Da standen wir gerade. Wenn wir schon dabei sind, können wir das Ganze auch bei Nacht einmal angucken. Mit Beleuchtung. Oh, der Wasserfall ist schön beleuchtet. Gucken wir nochmal kurz von hier unten. Oh ja, sowas finde ich immer toll. Bietet sich natürlich an, ne, bei so einem schönen Wasserfall. Hier ist die Mauer. Hier brennen auch die Laternen. Ja, auch sehr schön ausgeleuchtet. Gut, diese Fenster und so sind sowieso immer automatisch ausgeleuchtet. Aber das sieht schon alles sehr stimmig aus. Oh, jetzt sehen wir auch nochmal die Lampe da oben. Oh, Entschuldigung für die schlechte Kameraführung. Sieht super nice aus. Und hier vorne geht es dann weiter. Das ist auch schon schön beleuchtet. Hier geht es gleich hinein. Das sieht ein bisschen mehr aus wie Dschungel oder sowas.
Auch wenn das gerade super ansprechend aussah bei Nacht, gehen wir jetzt bei Tag hinein. Oh, das Dschungelbuch. Oh, wie cool. Den Film kenne ich. Ich hoffe, ich kann mich noch einigermaßen gut dran erinnern. Aber sehr schön gemacht hier drin auch. Bin ich mal gespannt, ob wir Mowgli, Bagheera, Baloo und Co. hier treffen. Ist ja erstmal ein schöner Laden. Und die Bank hier ist jetzt. Der Mülleimer ist irgendwie nicht so passend platziert, muss ich sagen. Hätte irgendwie noch weiter nach hinten gemusst, wenn dann. Steht hier ein bisschen im Weg, wenn man sich anstellt, oder? Ich meine, wer will sich denn hier hinsetzen? Und dann hier rechts und links direkt, ja, Leute vor sich stehen haben. Ist irgendwie nicht so angenehm. Oh, hier hinten sieht auch noch irgendwie was unfertig aus. Ich glaube, hier war irgendwas geplant. Sieht zumindest so aus, als wenn hier so eine schöne Sitzecke geplant war. Im schönen. Einer schönen Baumkrone über sich. Wäre schon cool gewesen. Wahrscheinlich irgendwie nicht mehr geschafft oder vergessen. Da unten kann man langlaufen. Da sind Mülleimer und Bänke. Wie cool. Ein wunderschöner Tempel. Diese riesigen Bäume. Oh, die sind selbst gemacht, oder? Ja, die sind selbst gemacht. Guck mal, aus Baumstämmen, aus einzelnen. Das sieht ja interessant aus. Wow. Nehmen wir viele, viele Tiere. Ganz viele Affen. Orang-Utans, Kapuzineräffchen, Waris und Katas. Lemuren ist die Oberart, ne? War das nicht so? Für diese kleinen Halbaffen oder sowas. So in der Art war das. Ihr könnt mich gerne aufklären in den Kommentaren. Auch wieder super interessant alles. Also ein Ruinentempel eingebaut. Diese schönen Bäume. Schöne Klettermöglichkeiten, coole Atmosphäre mit der Musik. Cool. Ich frage mich ja, ob die auch benannt sind. Könnte natürlich sein, dass sie dann wirklich auch nach den Charakteren aus dem Film benannt sind. Können wir gleich mal rübergehen. Mega nice. Also wir schauen uns erstmal hier noch weiter um. Wenn ihr irgendwie eine Filmszene erkennt, die ich nicht erkenne, weil bei mir ist es echt schon lange her, dass ich es gesehen habe. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich brauche immer ein echt schlechtes Gedächtnis. Oh, schaut mal da unten. Vivian. Okay, oder Vivan. Weiß auch gar nicht mehr. Bagheera war doch der schwarze Panther oder Puma oder was auch immer, ne? Glaube schon. Haben wir auch einen Jaguar haben wir auch hier. In den Tempel hier kann man komplett reingehen. Oh, da sind die Jaguare. Haben die einen Namen? Nee. Aber ist auch wieder passende Musik. Ist auch ein kleines Jaguar-Baby. Klettert da gerade auch lang. Fällt gerade mal auf, ich habe noch Mods installiert. Oh oh. Die muss ich gleich mal eben schnell deinstallieren, glaube ich. Ihr werdet schon noch sehen, wofür die Mods installiert sind. Da kommt bald nämlich noch ein weiteres Videoprojekt. Ich kann die Mods auch installiert lassen. Bis jetzt habe ich nichts gefunden, was hier mir störend aufgefallen ist durch die Mods. Ist alles gut. Ach, wunderschön. Das hier ist die Brücke. Vielleicht hätte man die nochmal irgendwie abstützen müssen oder sowas. Finde ich aber cool, dass man hier unten auch nochmal reingehen kann. Coole Idee. Jetzt geht's aber zurück. Und ich glaube, dann haben wir dieses Filmset auch durch. Ja, hier geht's dann wieder zurück. Hier haben wir dann zwei Gehege. Sehr cool eingebaut hier mit der Schlucht und alles. Beziehungsweise sind sogar mehr als zwei Gehege. Hier vorne ist eins, da hinten ist eins. Und glaube ich sogar drei Gehege. Und sehr, sehr viele verschiedene Tierarten. Hier vorne geht's dann in den nächsten Bereich oder das nächste Filmset. Aber wir schauen jetzt erstmal einmal von oben. So, da sind wir schon. Ich habe sogar einen Gang komplett übersehen, nämlich hier hinter dem. Ja, Restaurant konnte man links abbiegen. Und das ist der Mitarbeitereingang ins Gehege. Finde ich gut gemacht. Also wirklich sehr gut versteckt. So einen Mitarbeitereingang muss man ja auch nicht unbedingt direkt vor die Augen gehalten bekommen. Wirklich sehr gut gelöst, Ralf. Liebe diese großen Bäume, ne? Ruinengebäude auch sehr schön eingebaut. Das kommt, glaube ich, aus dem Workshop. Wenn überall die Affen noch hochklettern. Super, super interessant, der Baum.
Hier waren dann die Raubkatzen. Da unten die Tiger. Hier konnte man auch gerade nochmal reinlaufen. Da waren wir ja auch vorhin. Und hier oben war dann dieser große selbstgebaute Baum. Finde ich auch super interessant. Finde es auch cool, dass du so viel mit Höhenunterschieden gearbeitet hast. Wenn ihr mal guckt, hier mega weit unten, hier hinten mega weit oben. Richtig toll. Hier ist dann auch dieser Tempel. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Den hätte man sogar noch mehr anleuchten können, finde ich. Auch schön beleuchtet. Mit Fackeln sogar. Fackeln finde ich sowieso immer sehr passend in so Dschungelgebieten. Oh, hier. Die Ruine ist ja mega ausgeleuchtet. Ist sogar schon ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Bin sehr überstrahlt. Und dann können wir auch nochmal kurz reinfliegen. War ja auch sehr schön. Cool, mit so rotem Licht, das finde ich nice. Sich dann drehen und da geht's hinein. Ja, das war der Dschungelbuchbereich. Hat mir sehr gut gefallen. Und weiter geht's ins nächste Filmset. Durch eine Tür. Hier gibt es wieder Toiletten. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir sind. Oh, Pirates of the Caribbean. Wie cool. Fluch der Karibik. Den Film kenne ich natürlich. Mit Captain Jack Sparrow. Der flackert leider auch wieder sehr viel. Also mit dem Flackern musst du beim nächsten Mal noch ein bisschen aufpassen, dass es nicht so viel passiert. Kann man ja relativ schnell beheben. Oh, chinesische Schuppentierchen sind hier. In so einem kleinen Kerker. Auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Also die ganzen Details werde ich leider nicht erkennen. Ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, was das angeht. Sieht aber sehr, sehr interessant aus. Also ihr könnt da wirklich mal gerne reinschreiben, wie nah diese Gebäude an den Film rankommen. Und hier gibt es dann auch ein großes Piratenschiff. Die Black Pearl, oder wie heißt sie? Richtig cool gestaltet. Hier auch nochmal ein kleiner Brunnen. Jetzt gehen wir mal auf das Piratenschiff. Das ist auch eine Piratenflagge. Ja, tatsächlich. Das ist ja nice. Sehe ich schon, also die Details sind insane. Aber du meintest ja, das ist aus dem Workshop. Halt nur angepasst. Jetzt sind wir an Bord. Gibt's Kanonen. Ist auch sehr schön hier festgebunden mit Seilen. Deckt die Kanonenkugeln daneben. Scheinwerfer sind auch hier, das heißt, bei Nacht wird es auch cooler aussehen. Du hast hier halt wirklich sogar Wege drauf gebaut. Natürlich nochmal immer so kompliziert. Gibt's auch Essen, Trinken. Kann man sogar nach unten rein. Ins Lager. Hier dann in eine Kajüte auf Toilette. Hier sind die Skischarten. So viele Details. Hier kann man das Schiff dann lenken. Das nennt sich das denn nochmal? Nicht Lenkrad. Wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wortfindungsstörungen sind wieder da. Die Masten hängen ja auch überall Seile. Finde ich richtig, richtig nice. Gleich mal von oben und bei Nacht gespannt. Pirates of the Caribbean. Oh, hier ist noch ein Gehege. Doch, das erste Tier, was wir sehen, ist ein Flamingo-Gehege. Wie süß. Auch sehr schön wieder eingebaut hier mit so einer schönen Brücke. Überall im Hintergrund diese kleinen Strohhütten. Sehr, sehr süß gemacht. Relativ simpel, sieht aber trotzdem gut aus. Und ich finde die Gehege gerade auch eher, ehrlich gesagt, ein bisschen zweitrangig. Mit den Filmen finde ich viel, viel spannender. Das war der Fluch der Karibik-Bereich. Und so sieht das Ganze von oben aus. Hier sind wir vorhin rausgekommen. Hier waren die Schuppentierchen. Die hatte ich vorhin schon wieder vergessen, als ich meinte, die Flamingos wären das erste Gehege. Und hier ist natürlich das Highlight. Nämlich das Piratenschiff. Die Black Pearl. Ist schon cool, ne? Ich glaube, die steht ein bisschen zu hoch auf dem Wasser. Kann das sein? Ja, schaut mal. Also die ist auf jeden Fall viel zu hoch. Die müsste, glaube ich, bis hier im Wasser sein. Weil hier sind die Kanonen. Aber dann kommt das hin. Also die hast du, glaube ich, ein bisschen zu hoch platziert. Versinkt natürlich so ein bisschen mit dem Rumpf im Wasser. So, am besten nächstes Mal ein bisschen tiefer platzieren, damit es realistischer aussieht. Aber finde ich jetzt nicht weiter schlimm.
Find's cool, dass du hier so ein Piratenschiff hingemacht hast. Liebe wirklich diese Idee von deinem Zoo. Das ist wirklich kreativ und mega, mega interessant. Und so sieht das Ganze bei Nacht aus. Hier schön die Masten beleuchtet. Hätte man sogar noch mehr beleuchten können. Hier hinten sind auch die Kajüten. Kapitänskajüte ist das wahrscheinlich hier hinten, ne? Auch schön ausgeleuchtet. Könnte man da eigentlich rein? Und besser raus, wenn ich es denn hinbekomme mit dieser Kamera. Nee, okay. Das ist einfach nur Deko. Der Kameraführung von Planet Zoo bin ich immer noch ein bisschen überfordert. Aber ich bin schon ein bisschen besser geworden. Auch sehr schön beleuchtet. Ja, alle Häuser, alle Fenster schön beleuchtet. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter hier in diesen Tunnel, in den nächsten Bereich. Oh, hier sind ganz schön viele Mitarbeiter unterwegs gerade. Ein bisschen schneller. Oh, hier ist immer noch Piraten. Oh, das Fluch der Karibik-Set geht hier noch weiter. Natürlich, hier dürfen ja nicht Krokodile nicht fehlen. Hätte ich mal erstmal weitergeguckt. Wie ärgerlich. Da schwimmen die Leistenkrokodile. Also wenn man hier über die Planke geht, ins Wasser, dann sieht es nicht gut aus für einen. Ganz viele Stege, wo man drauf laufen kann. In der Wasserfall. Überall diese Piratenmaste. Finde ich cool mit der Fahne. Kann man sich dann auch nochmal hinsetzen. Sehr cool gestaltet, ne? Das hier so in der Mitte zu machen vom Tisch. Kann man dann nochmal die Krokodile von näher sehen. Da warten sie alle darauf, dass jemand hineinfällt oder reingeworfen wird. Und jetzt geht es, glaube ich, in den nächsten Bereich. Ich hoffe, hier sind Geldautomaten. In Erfrischung. Und hier geht es, glaube ich, in den nächsten Bereich. Gehen einfach hinein. Oh ja, das ist der Bereich, den ich vorhin direkt erkannt hatte. King Kong. Mega nice. Ist auch alles riesig. King Kong ist natürlich ein riesiger Gorilla. Ich gehe auch davon aus, dass es hier ein Gorilla-Gehege geben wird. Wie nice das aussieht mit dem Nebel. Oh Gott. Da kommt schon gerade richtig Atmosphäre auf. Dieses Tor und diese Mauer erkenne ich auch direkt. Dahinter dürfte die Opfergabe stattgefunden haben. Von der Frau in King Kong. Mega nice auch hier mit den Stacheln und so. Also das kommt schon richtig gut an die Filmszene ran. Nur ein paar Details. Ich finde es cool, dass hier so viel Nebel ist. Sorgt richtig für Atmosphäre. Gehen wir mal hinein. Durch die Mauer. Oh ja, hier vorne ist die Opfergabe. Hier ist die Frau angebunden. Hier kann man sich dann nochmal hinsetzen. Hier steht sie dann und aus dem Wald hier, der auch wunderschön gestaltet ist, kommt dann King Kong hinaus und nimmt die Frau mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau heißt. Aber ich kann mich an den Film noch sehr gut erinnern. Der ist cool. Mega cool gemacht, die Mauer. Alles schön abgestützt. Damit es auch King Kong sicher ist. Ein sehr enger Pfad. Hier möchte ich nicht hinunterfallen. Ich mag diese Bäume richtig gern. Die sind so gigantisch. Sind halt selbst gebaut aus Stämmen. Richtig schön bepflanzt hier, dass man hier unter den ganzen Ästen und so durchläuft. Sonne scheint hier auch ein bisschen durch. Das Geländer ist cool, der Weg ist mega cool gemacht hier mit den Felsen. Also bis jetzt meine Lieblingsfilmszene, aber ist auch der Film, an den ich mich am besten erinnern kann, wenn ich ehrlich bin. Dadurch kommt es wahrscheinlich. Oh, und hier sind die Gorillas. Sehr nice. Das habe ich mir so vorgestellt und auch erhofft. Flachland-Gorillas chillen hier. Können hier ein bisschen hochklettern. Mega cool. Da sitzt er. King Kong. Oh Gott, hier kann ich mich sogar verlaufen. Gehen wir erstmal hier entlang. Hoffe, ich verlaufe mich nicht. Hier ist das erste Mal so ein bisschen mehr Wegauswahl.
und sich dann ausruhen. Ein riesiger Wasserfall. Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich ja noch ein bisschen auf Jurassic Park oder World. Das wäre mega. Aber keine Ahnung, was noch kommt. Ich habe mich halt nicht komplett umgeguckt. Ich habe nur so den Anfang gesehen und dachte mir so, ja, okay, das gefällt mir. Ich will mich nicht spoilern lassen. Hier vorne geht's in den nächsten Bereich schon. Ich weiß es nicht. So, das sieht fast so aus, ne? Indiana Jones, okay. Da gehen wir gleich erst hin, Leute. Interessant. War ich da oben schon? Ich habe auch gar keine Schilder mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade noch auf dem richtigen Pfad sind oder nicht. Wege sind hier aber auch ein bisschen verwirrend. Oha. Okay, das sind Mitarbeitergebäude. Das ist nur getarnt. Ah, hier haben wir auch nochmal ein Restaurant. Essen, Trinken gibt es hier. Bin halb in so einer dunklen Höhle eingebaut. Da sind Toiletten. Okay. Da kann man hier auch nochmal die Aussicht genießen. Im Hintergrund die Gorilla sehen. Ah, die King Kong-Szene kann man leider nicht sehen. Schade, schade. Hier geht's wieder runter. Und ich glaube, dann haben wir schon hier alle verwirrenden Wege hinter uns gebracht. Ja, hier waren wir nämlich vorhin. Und dann können wir jetzt schon von oben einmal gucken. So, hier sind wir vorhin lang gegangen. King Kong. Hier war dann das Tor. Und das ist so cool mit dem Nebel. Das Tor ist auch so cool gemacht. Also das erinnert mich richtig hart an den Film. Sieht genau so aus. Diese Mauer ist so nice. Gut, hier fehlen natürlich ein bisschen Stützen, aber das hat man aus unserer Sicht jetzt nicht gesehen. Ging halb so wild. Hier hinten sind Stützen. Das hätte man noch abstützen müssen. Dann hätte es sogar funktionieren können. So, hier ging es dann weiter. Diesen wunderschönen Dschungelpfad. Der echt mega cool gemacht ist hier mit dem Weg. Und der Bepflanzung. Hier von oben ist dann nochmal der Bereich, den wir vorhin erkundet hatten. Waren das hier eigentlich für Affen? Waren das Schimpansen oder Bonobos? Eins von beiden, ne? Bonobos. Ja, Bonobos. Habe ich gut erkannt. Affenexperte. Ja, mega cool. Aber wir gehen jetzt weiter. Ah ne, wir gehen noch nicht weiter. Wir sind schon noch kurz bei Nacht. Oh, warte mal. Guck mal, was der Dandy übersehen hat. Noch ein tolles Detail in den Baumwipfeln. Oh, wie cool. Ein Flugzeug. Nice. Das war im Film, glaube ich, auch zu sehen, ne? Richtig cool. Propellermaschine. So, und jetzt schauen wir aber bei Nacht, ob es hier noch Highlights gibt. Bin natürlich besonders gespannt auf die Mauer. Aber der Weg ist auch schön ausgeleuchtet. Also das ist echt, echt krass, ne? Aus so einer Filmszenerie noch einen funktionierenden Zoo zu bauen. Mega cool hier beleuchtet. Der ganze Pfad hier ist nice. Jetzt kommen wir zum Tor und zu der Mauer. Alles schön mit Fackeln beleuchtet. Sieht krass aus. Oh, hier ist auch noch eine Statue. Habe ich gar nicht gesehen. Man übersieht hier echt viele Details. So sieht das Ganze von hier aus. Auch mega cool, oder? Gehen wir hier nochmal schnell zurück. King Kong. Oh, auch krass beleuchtet. Den Wasserstrom schnellen da. Jetzt kommen wir in den Indiana Jones Bereich. Mitarbeitereingang. Auch lange her, dass ich den Film gesehen habe oder die Filme. War mega cool, die Filme. Toller Baustil von den Shops. Auch wieder mehrere Abzweigungen. Wir gehen erstmal hier rüber zu diesem coolen Tempel. Erinnert mich so ein bisschen an das Dschungelbuch.
Hey, sieht schon anders aus, ne? Aber mega interessant. Sind das alles Laternen oder was ist das? Ich glaube, das könnte bei Nacht gleich richtig interessant aussehen. Oha. Okay, das ist nice. Nochmal hinein. In den Tempel hier. Oh ja, hier sind Vivarien. Ihr seht jetzt die erste Mod, die installiert ist, denn hier sind keine Scheiben drin durch eine Mod. Aber ich denke mal, das macht nichts. Stellt euch einfach Scheiben vor. Beziehungsweise ohne Scheiben ist es ja eigentlich viel schöner. Leider wieder das Flackern am Start. Mal so ein bisschen die Atmosphäre versaut. Obwohl man den Leguan sehen kann ohne die Scheiben. Auch nice gemacht hier, dass hier noch so Ranken und so eingebaut wurden. Der steckt schon viel Arbeit drin und Liebe zum Detail. Also ein richtig schöner Vivarienpfad. Jetzt hier hin. Ich schaue jetzt nicht in die Vivarien rein. Finde ich gerade nicht so spannend. Tiere kennt ihr ja. Geht mir gerade eher um die Optik. Und die ist wirklich toll. Ah, hier gibt es dann nochmal eine Fressmeile. Wenn man es dann geschafft hat, durch den Todespfad, durch die Vivarien, dann kann man sich hier belohnen. Hier ist eine Toilette. Jetzt hier hinein. Halt wie ein richtiges Labyrinth. Finde ich aber passend für so einen Tempel. Ja, warte ja gleich noch irgendwie so Fallen oder sowas. Wenn man irgendwo drauf tritt, dass hier gleich Pfeile oder so fliegen. Mitarbeitereingang. Hier geht es dann wieder hinaus. Okay. Ah, hier sind Ganges-Gaviale. Da könnt ihr sie sehen. Also in diesem Zoo sind die Gehege wirklich zweitrangig. Zumindest für mich. Und das ist einfach so krass, das alles hier zu entdecken. Wasserfall. Bin echt gespannt bei Nacht, wie das aussieht mit den Dächern. Bin ich denn jetzt hier? Ich habe mich total verlaufen, glaube ich. Great Wall. Ah, wir sind jetzt schon einmal rum. Ah, okay, das war's schon. Schade, kein Jurassic Park oder World für uns. Das ist ja so noch das, was ich mir wünsche. Also, wenn mal jemand Bock hat, das zu bauen, let's go. Also, diese Idee mit den Filmen finde ich richtig cool. Hier sind Mandrills drin. Auch sehr schön hier, das Affenhaus. Wasser sieht auch richtig nice aus. Super interessant. Gleich mal gespannt, wie das von oben aussieht. Hier sind wir vorhin rüber gegangen. Hier geht's auch noch hinauf. Bin groß hier. Da kommen wir her. Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Ein begehbares Gehege. Oh, mit Katas. Problem ist echt bei mir, diese ganzen Filme sind zu lange her. Bin echt mal gespannt, was für Szenen ihr alles so erkennt noch, die ich nicht erkannt habe. Wenn ich das übersehen habe. Ich glaube, hier ist richtig cool was eingebaut. Viele Easter Eggs zu den Filmen. Kann man auch nochmal chillen. Ansonsten kann man hier, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Aber im Hintergrund wieder sehr schön gestaltet mit dem Dschungel. Diese hohen Dschungelbäume. Das ist wirklich beeindruckend. Wow, nice. So. Dann geht's hier zurück und dann glaube ich, haben wir in diesem Bereich auch alles soweit gesehen. Schauen wir nochmal von oben. Und so sieht das Ganze von oben aus. Richtig cooles Gewässer hier. Denn dieser Tempeleingang sieht auch mega beeindruckend aus. Hier hinten sind wir dann vorne rausgekommen. Hier war der Laden. Finde ich auch cool, dass du so ein kleines Labyrinth da eingebaut hast in den Tempel. Da hat man so ein bisschen dieses Indiana Jones Feeling bekommen. Ja, das Wasser sieht echt nice aus. Und hier ist der Mandrill am Chillen. Richtig schön bepflanzt, richtig schön gestaltet. Hier war dann auch nochmal diese Ecke. Den riesigen Bäumen. Mal kurz von oben. Ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Filmsets gesehen. Aber das war wirklich schon ganz toll, was du hier gebaut hast. Ich hoffe, da wird noch ein Part 2 kommen irgendwann. Von diesen Filmsets. Finde ich nämlich echt interessant. Bitte mit Jurassic Park oder World.
Das wäre super. Hier kamen wir dann von her, ne? Ja. Also hier würde das Ganze dann wieder enden. Das war ein super Rundweg. Bei der Great Wall angefangen und bei Indiana Jones geendet. Wir schauen natürlich jetzt auch nochmal kurz bei Nacht bei Indiana Jones. Also das hier sieht wirklich wunderschön aus. Auch bei Nacht richtig schön beleuchtet. Ganz toller und interessanter Wasserbereich. Das sind gar keine Laternen. Ach, schade. Ich dachte, das wären hier alles Laternen. Ich dachte, die leuchten jetzt richtig cool bei Nacht. Sieht trotzdem sehr interessant aus. Boah, hier drin ist ja richtig krass beleuchtet. Wir hätten mal das Ganze bei Nacht erkunden sollen. Oh Gott, Steuerung. Lass mich hoch. Schaut euch das an, wie das aussieht bei Nacht. Überall schön diese Fackeln. Sieht schon krass aus, ne? Mega nice. Wir fliegen mal nach oben. Aber wir kommen gar nicht weiter. So, Leute, ich bin nicht verhungert. Ich habe den Ausweg gefunden, zum Glück. Hier kommt man dann raus. Auch wunderschön beleuchtet hier. Oh, hier, die Strömung sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber ja, solche kleinen Detailfehler finde ich gar nicht schlimm. War wirklich sehr beeindruckend, hat mega viel Spaß gemacht. Eine tolle Idee und auch tolle Umsetzung. Vielen Dank fürs Einsenden, Ralf. Teilweise ein bisschen überleuchtet, die ganzen Sachen, also ein bisschen zu doll eingestellt, die Strahler. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen das Ganze runterfahren. Hier finde ich es ideal. Also das ist wirklich wunderschön ausgeleuchtet. Finde ich mega toll, den Bereich. Aber jetzt fliegen wir nochmal eben schnell an den Anfang. Und das war der Movie Zoo von Ralf. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mal gerne rein, wie euch der Zoo gefallen hat und ob ihr irgendwelche Szenen erkannt habt, die ich persönlich nicht erkannt habe, weil ich so ein schlechtes Erinnerungsvermögen habe, beziehungsweise die Filme nicht kannte. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung schauen. Dann stehen dort alle Infos dazu. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.